Ja, hallo und herzlich willkommen zu Into the Breach. Schönen guten Abend, Bruno. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wo sind wir denn hier? Wir sind auf einer neuen Insel. Genau, das war die mit Robotern oder so. Oder mit KIs oder mit irgendwas in der Art. Schönen guten Abend, Slider. Was haben wir denn hier? Freeze and defend both robots. High threat. Okay. Less than 4 Mech Damage. Was haben wir hier? Haben wir. Was ist das? Das ist ein Energy Core. Da würde ich ganz gern hin. Also, ich weiß nicht, ob die verbunden sind. Ob man das machen muss, um hier hinzukommen. Gehen wir mal davon aus. Also würde ich sagen, machen wir das. I lost control of my environmental processes. Hundreds of VEC and machines alike were frozen solid. As the outlet comes back online, these fresh dangers are being freed. Okay. Fresh dangers, okay. Schauen wir mal. Frozen unit. This unit is frozen. It cannot move or attack and will remain frozen until it takes damage. Okay. Armored unit. This unit is armored. All incoming weapon damage will be reduced by one. Das ist aber doof, weil wir nur einen Schaden machen mit vielen unserer Sachen. Nee. Okay. All other damage is unaffected. Okay. Schönen guten Abend, Master Luck. So, was ist denn... Oh, ihr seid gegen uns. What the fuck? What? Cannonbot ist nicht auf unserer Seite. Oder doch? Hä? Wer ist Freund und wer ist Feind? Unit Status. Okay, Enemy Actions. Die sind ja immer durchnummeriert. Moment, das sind auch Enemies, die Eingefrorenen. Okay. Was? Also, wir kämpfen hier gegen die Inselbewohner. Oder gegen die... Ich dachte, wir kämpfen für die Roboter. Jetzt kämpfen wir gegen die Roboter. Okay. Also wir kämpfen gegen die Aliens, gegen die VEC, aber da gibt es ja nur einen, so wie es aussieht. Alles andere sind ja hier ansässig, also, ne? Eingeborene oder so, ne? Locals. Artilleriebot. Missionsbeschreibung. All enemies will retreat. Gibt es hier noch irgendwo eine Missionsbeschreibung? Bonus Objective. Auch was? Da stand. Das weiß ich nicht mehr. Also nichts, was mir irgendwie relevant vorgekommen wäre. Aber. Also, sie hatte irgendwas gesagt von. Da sind unsere Leute eingefallen. Na, egal. Also, offensichtlich sind alle gegen uns. Ja, und ich meine, es ist doch egal, ob du das Ding jetzt auftaust. Ich meine, umbringen müssen wir es da ohnehin, oder nicht? Vielleicht nicht. Okay. So, du hast ja hier mal irgendwie nicht so richtig gute Optionen. Destroy any tech. Aber ich meine, ich nehme an, dass die... Okay, also du... Äh
Erst nochmal, du. Okay. Hast du nicht eigentlich zwei Schaden? Damage 2. Ah, weil der. Ist der Armored? Okay, ist der. Harden Carapace. Okay. Ja, Moment, wenn wir dann einen Schaden machen, dann machen wir also gar keinen Schaden. Nehme ich mal an. Nehme ich mal an. Okay, Feindlichkeit. Na, schauen wir mal. Also er hatte irgendwas gesagt, dass sowohl die Vex, als dass sie irgendwie Kontrolle verloren hätte oder so. Ne? Dass sie dann gleich alle gegen sie arbeiten, gegen die Chefin hier. Naja, schauen wir mal. Was passiert? So, they feed themselves from the ice. Ja, nur der. Der Bot hat da doch drauf geschossen. Damit hätte er die doch auch aufgetaut, oder? Oder wollte der die angreifen? Ich meine, hier steht definitiv Enemy Action. Also, ne? Das ist ja nix. Also, das ist ja ziemlich eindeutig. Du kannst noch du. Okay, du fährst nach hier. Ich meine, wir können. Schieß das Ding weg. Den nach hier. Okay. Na, schauen wir mal. Das Targeting Ass. Ja, ich meine, das machen ja definitiv keine Freunde. Also, das gehört sich ja nicht. Fire Damage könnte zuerst. Also wir könnten dich schon mal durch Fire Damage umbringen. Wir könnten dich. Ich meine, wir können. Bist du auch hardened? Moment. Ja. Und alle hardened. Das ist ja echt Mist. Du nicht. Okay. Okay, dann machen wir 2 Damage. Das würde das Ding killen, das Ding killen, das Ding beschädigen. Dann könnten wir hier hingehen. Okay, dann machen wir das. Oh! Oh, das gilt als Ziel. Okay, was machst du Feines? Can move over any terrain tile. Nee, das ist Flying. Passive Effect. Oh, du warst der Grund dafür. Die ganze Zeit schon, nehme ich an. Okay.
Okay, wir haben irgendwas erreicht. So, du kannst da nicht hin. So, der hat jetzt also, Moment, hat der jetzt immer noch Hardenkarkes? Nee, glaube nicht. Nee, hat er nicht. Okay, wir haben was erreicht. Those machines were beyond repair after suffering such extreme temperatures. Killing them was a necessity. Okay, gut, dass du mir das hinterher sagst. Aber ich würde auch immer, nachdem ich irgendwas getötet oder zerstört habe, danach dann feststellen, dass das leider nötig war. Das ist so ein bisschen... Na gut, okay, du hast ja hier das Sagen, was du sagst. Promoted, das ist alles sehr schön. Okay, plus Mac-Reactor. Grid Defense. Aber nur, wenn du dabei bist, ne? So, ich glaube, so ist das. Okay, jetzt kommen wir dahin. Defend the Robot, okay. Das klingt nach einer interessanten Sache. So, können wir... Power Available... Nur für dich? Ich meine, bei dir kann ich das... Was heißt Power Available? Au, wir haben einen geschenkten Reaktorkor Okay, wir haben nicht nur den Reaktor vergrößert, wir haben auch einen Core geschenkt bekommen. Weil der ist über, ne? Das Grüne. Ich glaube, das bedeutet das. Okay. Okay, 500 Move. Deine Move Rate hat mich schon ein paar Mal genervt. Über dem Installern stehen alle freien Kerne. Okay. Mhm. Und das sind die, die wir potenziell haben. Also das sind die, die wir potenziell haben können. 4. Und. Also es klang. Die erste Beschreibung hat mich vermuten lassen, dass wir quasi ein Potenzial dazu gekriegt haben und nicht einen tatsächlichen. Aber gut, wir haben einen tatsächlichen dazu gekriegt. So, also die Bewegung bei dir gefällt mir nicht so. Wie ist das bei dir? Die ist ein bisschen besser. Bei dir wollte ich ja mal die Stash mal machen, wegen Gründen. Du brauchst auch definitiv mal ein bisschen Health. Du hast nur 3 und die machen inzwischen 3 Schaden. Ich würde sagen, dir geben wir schon mal so ein Ding, aber jetzt gucken wir erstmal, was wir mit dir machen. Wir können uns hier die Hälfte ansparen, um plus 1 Damage zu kriegen, oder dich ein bisschen weiter bewegen. Ich will dich ehrlich gesagt lieber bewegen, weil ich damit schon häufiger Ärger hatte. Und du kriegst einen Reaktor, den haben wir ja über, den können wir jetzt installieren. Oder? Das war aus irgendeinem Grund nur gelb. Warum war das andere? Warum ist das gelb und das andere grün? Okay, Spiel, warum ist. Hier ist es hellgelb, hier ist es. Das ist so dunkelgelb. Hat bestimmt einen Grund, dass die Farben anders sind, aber. Ich muss, weil es gibt keinen Tooltip darüber.
Vielleicht heißt es, dass ich es noch einmal upgraden kann? Obwohl, nee, dann wären hier zwei von diesen Dingern. Ich meine, es hat bestimmt eine Erklärung, die bestimmt für Leute, die nicht ich sind, offensichtlich ist. Ich verstehe es nicht. Und das ist, das passiert bei diesem Spiel regelmäßig, dass ich die, die Bildsprache des Spiels nicht verstehe. Weil hier ist es hellgelb. Wo ist der Unterschied zwischen hellgelb, grün, hellgrün und dunkelgelb? Ich meine, hier steckt ein Chor drin. Hier steckt ein Chor drin. Und hier steckt ein Chor drin. Ja gut. Okay, also wir wollten hier hin, weil es hier noch einen Chor gibt. Defend the Robot Facilities. Factories. Moment, jetzt sollen wir die Robots defenden. Hier sollen wir... Protect the Robotics Lab. Okay, Defend Robot Factories und Protect the Robotics Lab. These factories are manufacturing hostile machines. What? But there are hundreds of innocent lives within. Ich glaube, ihr habt hier ein bisschen größere Probleme als eine Alien Invasion. Kann das sein? Also die Alien Invasion ist nur auch noch. Also... Please defend them while we try to shut them down safely. Okay, Fahrer macht keine unschädliche Wirkung. Ja, es. Ich meine, sie haben sich ja. Irgendjemand hat sich ja die Mühe gemacht, diese drei verschiedenen Farben da sozusagen hineinzuprogrammieren. Da fragt man sich dann ja natürlich zwangsläufig, warum. Wenn es. Ich meine, vielleicht ist, dass man das eine schon. Ja. Man weiß es nicht. Ja, das wäre tatsächlich. Es ist ja nur ein Computerspiel hier. Also, please defend him. Also, wir sollen. Okay. Good. Wir sollen defenden und zerstören. Okay, hier sind eine ganze Menge. Also, to the factories. Wer sind die? Das sind Civilian Buildings. Das sind die Factories. Und was ist das? Robots Lab? Robotic Lab? Das ist das. Okay. Ice turns into water when destroyed. Okay, aber wir können drauf stehen. Das probieren wir gleich mal aus. Ich hätte gedacht, so ein Mech bricht durch Eis durch. Aber was weiß ich schon? Das war übrigens... Many lives depend on... Ja, ja, das sagen sie alle. Oh, okay, du hast Area of Attack. Okay, alles nicht gut, nicht gut, nicht. Vieles nicht gut, alles gar nicht gut. Okay. What the fuck? What the fuck? What? Can't believe Zenith is... What? Was ist gerade... Irgendwas hier ist irgendwas hingesprungen. Von wo? Wo ist das Ding hergekommen? Hat das jemand gesehen? Ich nicht. Wer bist du? Du bist not powered. Okay, na, das heißt ja, da wo du stehst, kann man dich bewegen? Nee, okay. Na, du bist ja richtig gut. Kannst du nach da? Könntest nach da? Könntest nach da? Dann nach da steht, das bringt uns gar nichts. Okay, du hast eine schlechte Position da ausgesucht. Ja gut, dann mal schauen. Also du machst das. Okay, du kümmerst dich, kümmer nach. Okay. Du schießt nach. Das ist übersichtlich hier. Du, was machst du? Du schießt nach da. Du machst das beides kaputt. Das ist schon mal schlecht.
könnten dich einmal treffen. Das gefällt mir nicht. Müssen wir gleich hier mit unserer Barrage arbeiten. Mit unserer, was ist das? Das Artillerie Missile Barrage arbeiten. Ne? Weil wir kriegen dich nicht tot. Ich krieg dich auch nirgendwo hingeschoben. Ich meine, ich könnte es mit dir machen, nur dich bräuchte ich, um dich ja wegzuschieben. Und die Alternative ist, wir killen dich. Dich. Oder? Tun wir das? Ja. Dich können wir dann killen, wenn wir zuschlagen. Da wären wir 1, 2, 3 los. Okay, den wären wir nicht los und der würde dann das Ding killen. Gar nicht wahr. Wir können mit... Ich meine, wir können versuchen, das... Nee, okay, der könnte ein Grid-Ding angreifen, wenn wir ihn nach hier schieben würden. Weil wir könnten hier rauf schießen. Wir haben ja inzwischen das Buildings keinen Schaden nehmen. Also wir könnten mit dem Ding hier hinstellen, darauf schießen, dann würde er nach hier dingsen. Also, wenn wir... Also, das ist hier jetzt unser... Das ist unser Problem... Problembär... Problemhornisse. Das ist die Problemhornisse. Wo können wir... können dich nach hier schieben. Das bringt nichts. Wir können dich nach da schieben, dann machst du immer noch genug Schaden. Wir können dich nicht nach da schieben, aber es wäre auch sowieso eine schlechte Idee. Wir können dich nicht ins Wasser bringen, weil es zu weit weg ist und hier alles noch gefroren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wozu diese Dinger gut sind. Also ich meine, die sind offensichtlich auf unserer Seite. Move 3 macht 1 Damage. Ich meine, wenn der stirbt, dann stirbt er halt. Das ist halt, ne? Ich meine, eben haben wir sie noch umbringen müssen. Und hatte sie nicht gesagt, die produzieren feindliche Bots? Die KI? Irgendwie, und dass wir sie, ne? Also, keine Ahnung. Also, der wird sterben. Aber das, obwohl dann, ich meine, vielleicht ist er auch gegen uns und ist nur noch nicht powered. Und wenn er Power hat, wird er gegen uns. Das ist, obwohl er hat keine Enemy-Action-Nummer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der auf unserer Seite ist. Ich meine, im Sport würde man das durch unterschiedliche, weiß ich nicht, farbliche Markierungen irgendwie, das wäre irgendwie schon ganz hilfreich. Im Krieg übrigens auch, mit verschiedenen Uniformen. Dass man weiß, auf wen man schießen darf. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Wie ich finde jetzt. Ne? Aber gut. Okay, also du wirst sterben. Ob das jetzt gut oder schlecht für uns ist, kann man nicht ändern. Also du, willst du noch irgendwo anders hinfahren? Okay, jetzt haben wir ihn auch gekillt. Also war der gegen uns. Ne? Okay. Okay, der war halt nur noch nicht powered. Wir hatten also sozusagen eine gewisse Zeit über, die wir... Was ist mit dir los hier? Da ist ein Symbol. Ist das ein Symbol? Damaged Ice Teil. Oh, Damaged Ice Teil. Damaged Ice Teil. Aber du fliegst, ne? Nee, du fliegst. So, dann du. Weil du müsstest von hier schießen, anders geht's nicht.
Ist übrigens ziemlich doof, dass du fliegen kannst, weil wir haben... Okay, du kannst nicht fliegen, das ist gut. Okay, der ist da rausgesprungen, also der ist... Der ist evil. Okay. Dich können wir da reinschubsen. Du kannst die killen. Das Ding können wir ersäufen. Das funktioniert genauso gut. Dann bist du raus und du raus. Du müsstest dich vorher noch bewegen. Vielleicht nach hier, damit du das Gebäude blockierst. Ich habe keine Ahnung, was du nächste Runde machst. Ich meine, das werden wir dann sehen. Weil du bist... Nee, Moment. Du bist auch not powered. Ne? Okay, du machst was anderes. Du bist ein Laserbot. Okay. Okay. Klingt nicht gut. Also, wenn wir... Okay. Du bist... Okay, du... Okay, wo bewegen wir dich? Wo schieben wir dich hin? Du müsstest... Können wir dich? Können wir nicht? Wir könnten... Du gehst nach hier. Schießt nach da. Dann schieben wir dich nach... Da, das ist nicht... Ich habe die ungern dann in der nächsten Runde zusammen. Wenn wir dich nach da schieben, das würde auch gehen, dann würdest du einfach von da schießen. Kannst du dann irgendwo hin, wo du das angreifen kannst? Das ist... Ist das da Wasser? Das ist Eis, das würde gehen. Also dann gehst du dahin, knallst das Ding ab. Buff, Ding ist tot. Du gehst nach hier, schießt auf das, das... Ne, gehst nach hier, schießt auf das, das Ding ist tot. Du schießt nach hier, dann bewegst du dich wieder nach da. Dann schießt du zuerst. Dann schieben wir dich nach da, ja. Okay, du... Okay, wir damagen auch mit unserem Angriff das Feld, auf dem das Ding steht. Okay, also wir greifen mit unserem Arm nicht nur, wir greifen das ganze Feld an. Okay. So, ich habe gesagt, du schießt zuerst nach da. Zur Hölle bist du? Okay, du musst da mal weg. Du müsstest nach hier. Fünf, okay.
Okay, dich können wir killen, ist nicht das Problem. Hier schieben. Wer ist denn die Attack Order? Du bist vor dem Ding dran. Also wenn wir dich nach hier schieben würden, dich, du machst eine Attacke und ich glaube, du attackierst die drei Felder. So sieht das hier doch aus, ne? Oder? Du greifst das Ding an, du greifst die drei Felder an, ja. Okay, also wenn wir dich eins noch da schieben, ich hoffe nicht, dass das... Ich hoffe, dass die... Dass das immer festgelegt ist. Wie weit? Dass das nicht... Dass ich dich, wenn ich jetzt nach hier schiebe, dass du nicht trotzdem auf die Reihe schießt. Aber zur Not muss man den Turn resetten. Ich hoffe, dass die Reichweite schon festgelegt ist. Also, dass du immer jetzt ein Feld weit weg schießt. Das heißt, wenn wir dich nach hier schieben, würdest du das Feld betreffen, das und das. Das heißt, dann würdest du dich betreffen. Wir könnten... Und das Feld. Das heißt, wenn wir dich boxen, würdest du zwei Schaden nehmen, hier hingehen und in der nächsten Runde sterben. Weil du machst drei auf alle drei. Ne? Ja. Hast du irgendwas so bespecialt? Nee. Und bei der gepunkteten Linie ist die Entfernung nicht festgelegt. Okay, also das Ding wird immer hier hinschießen. Verstehe ich das richtig? Das Centipede-Ding wird immer auf diese drei Felder schießen, egal wo es sich selber befindet. Ja gut, die Richtung, es geht um die Reichweite. Ob das Ding... Ja, ich probiere einfach aus. Also. Obwohl, dann können wir dich nicht killen. Weil wir dich... Ich meine, du könntest... Ja, es geht darum, ob sich, wenn das Ding hier steht, im Moment schießt es ein Feld in diese Richtung und macht diese, betrifft diese drei Felder. Also es schießt quasi nach hier und macht hier, hier und hier Schaden. Wenn es jetzt hier steht, schießt es dann auch nach hier, also zwei Felder weit. So verstehe ich dich im Moment. Okay. Also mit anderen Worten, würde es nichts bringen, wenn wir das Ding nach hier verschieben. Okay. Wir müssten es also nach hier verschieben, dann würde es diese drei Felder betreffen. Das würde uns schon mal ein bisschen helfen. Nur nach da können wir es nicht verschieben. Okay. Wie viel Schaden kann das Ding denn einstecken? Weiß ich das? Nope. Ja gut, dann müssen wir... Dann müssen wir den Schaden in Kauf nehmen. Wir müssen... Den müssen wir auf jeden Fall... den können wir nach hier verschieben. Du kannst nach hier und schiebst den nach hier.
Dann würde der nach hier und hier schießen, was ziemlich doof ist, weil da unser Mech steht und dann ins Wasser fällt. Das ist nicht schlimm, aber auch nicht toll. Er würde immerhin als erstes rankommen. Das heißt, er würde hier Schaden nehmen. Wir können natürlich, nee, können wir nicht, weil wir das dann dagegen pushen. Wir müssen nach da. Okay. Also. Wenn wir den hier nach hier schieben, schießt er auf das und das Feld. Das ist gut, weil das Ding dann einen Schaden kriegt, bevor es angreift. Wenn wir ihm vorher noch 2 Schaden von ihm gegeben haben, ist das Ding tot, bevor es angreifen kann. Das Ding hat einen Schaden bekommen von dem Bump von dem hier. Und wir müssen das Ding aber trotzdem noch verschieben, weil so wie es jetzt steht, egal wo wir es hier auf dieser Reihe hinschieben, es wird immer diese 3 Felder angreifen. So habe ich das jetzt verstanden. Und das müssen wir verhindern, weil dann das Ding kaputt geht. Das heißt, wir müssen das Ding in diese Richtung verschieben. Das können wir aber nicht. Das können wir schon mit dir. Okay. Und wenn wir dich eins nach unten schieben, dann würdest du hier Schaden machen, was ziemlich egal ist. Weil da ist ja keiner mehr. Du bist ja weg. Du bist ja hier. Dich benutzen wir ja, um das Ding zu killen. Wo wir das vielleicht gar nicht brauchen. Wenn wir nach hier schießen müssen, müssen wir hier rauf schießen. Das heißt, dann kriegt das Ding einen Schaden. Du machst dummerweise nur einen Schaden. Es wäre super, wenn du 2 machen würdest. Dann könnten wir dich benutzen, um das Teil zu killen. Aber warte mal. Wenn wir. Nee, wir schieben es nicht. Wenn wir das direkt angreifen, schieben wir es nicht. Also wir würden mit unserer Artillerie hier drauf schießen. Nimmt einen Schaden. Das Ding fliegt nach hier. Und ist damit entschärft für die nächste Runde. Dann können wir dich aber nicht mehr hier hinschieben. Und es bringt uns nichts, wenn wir dich einfällt nach hier schieben. Das funktioniert nicht. Also wir müssen dich nach hier schieben. Das heißt, dich Was passiert, wenn wir dich nach hier schieben? Auf das Feld, auf das du schießen würdest. Ja, eine interessante Frage. Ich meine, da wir es nicht ändern können, wir kriegen das Ding auch nicht gekillt. Wir können mit dir, obwohl du könntest dahin. Aber dann kriegen wir das Ding nicht gekillt. Also eins von beiden wird das Ding hier kaputt machen. Warum sind diese... Warum sind die Felder hier rot? Der schießt auf den Panzer. Da hast du recht. Der schießt... Dieses Ding hier. Launch a Volta Mars of Google. Plan Asset on Nearby Units. Das hat ihn jetzt hier quasi angewählt. Anvisiert. Und wenn ich ihn hier bewege, bewegt sich diese 3 roten Felder, rot schraffierten Felder, bewegen sich mit. Das heißt, da schießt dann der dahin. Also das Ding schießt in jedem Fall auf unseren Panzer hier. Okay.
Oder ist das der Bereich, den du nicht angreifen kannst? Nee. Oh, und zwar in der Reihe. Du hast ihn anvisiert und schießt überall hin. Es hat nur die Richtung festgelegt. Ja, ja, wenn der Panzer hier steht, wird es aber trotzdem getroffen. Wenn ich den Panzer nach hier stelle, nicht. Okay. Nach hier auch nicht. Also er ist offensichtlich aber das Ziel, weil wenn ich ihn hier, wenn ich ihn bewege, bewegt sich die schraffierte Fläche mit. Wenn ich ihn nach hier bewege, nicht. Weil er, okay, er visiert nur ein Feld an. Er visiert nicht die drei Felder an, er visiert nur ein Feld an. Okay. Und von dem gibt es dann Splash Damage nach links und rechts. Okay, okay. Mhm. Also dich kann... Okay, das ändert alles. Ja, da müssen wir einfach nur zur Seite fahren. Das ist einfacher, als ich dachte. Ich hätte... Launch the most of Google Plan Asset on nearby units. Ja, da ist also wichtig, wo die... Okay. Also er schießt einfach nach da und... Ich meine, ich fände es schon gut, wenn er... Wo waren wir? Wenn wir ihn jetzt nach hier schieben würden, würde er auch schießen, dann würde er das Ding treffen. Ist das erste... Das Ziel ist das erste, was im Weg ist. Gott, diese Informationsdichte in diesem Spiel ist so hoch. Ah, das ist... Konzentrationsaufgabe. Es ist... Ich meine, ne, es ist alles da, es ist nur wirklich... Oh, das ist wirklich anstrengend. Also wenn man, ne, das Ganze live macht. So. Also nochmal. Oh Gott, spiele ich langsam. Also du bist dafür da, das Ding zu beschädigen, damit wir es mit dem Ding... Also okay, dann mit dir fahren wir einfach nach da. Du bist du außerhalb der Reichweite. Schießt das Ding nach da. Du... Du... Ja, und die, also das Problem ist auch diese verschiedenen... Es ist nicht nur so, dass man viel... Also man muss vieles im Kopf haben, vieles sehen. Und dann haben das, was man sieht, oder die verschiedenen... Alles, was die einzelnen Einheiten können, unterscheidet sich dann auch noch innerhalb einer Kategorie. Also es muss nicht nur darauf achten, wo der hinschießt, sondern auf welcher Art er schießt. Ne? Und da gibt es dann nicht nur eine Art, sondern zwei, auch nicht zwei, sondern drei oder vier. Und jede hat Unterschied, führt zu unterschiedlichen Konsequenzen. Ich meine, es ist großartig, es ist halt nur wahnsinnig dicht gepackt, die Informationen, die man hier kontrollieren muss. Ja, ich meine, wenn man da, ich meine, an sowas gewöhnt man sich ja auch. Also ich denke, wenn man das lang genug gespielt hat, so wie es Muscle Memory gibt, gibt es ja auch im Gehirn quasi das Äquivalent dazu. Das wäre dann Memory Perks. Das musst du ja gar kein fremdes Wort für ausdenken. Ich könnte mir vorstellen, mit Übung geht da, wird das dann auch leichter und geht dann auch schneller. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man das auf höheren Schwierigkeitsgraden irgendwie hinkriegt. Also im Moment... ist normal. Und ich meine, ne, wir streamen, das, ich kommentiere nebenher, ich lese nebenher, ich gucke nebenher, dass hier alles andere auch funktioniert. Und dann, es ist ganz schön viel für mich, auf Normal, will ich damit sagen. Es ist nicht zu viel, aber es dürfte auch nicht mehr sein. Also, so. Also, nochmal. Du fährst nach hier. Pups, den Ding hier rüber. Ja, ich meine, wir haben ja, also FDL hat uns ja gezeigt, das habe ich ja auch auf Hard noch nicht durchgespielt gekriegt. Das haben wir ja im Stream nicht geschafft und das habe ich danach auch in meinem privaten Spielen noch nicht geschafft. Also bei Subset Games, der Schwierigkeitsgrad Hard ist offensichtlich nicht ganz einfach.
Weil ich bin mir ziemlich sicher, obwohl gibt's. Nee, bei FDR gibt's. Ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt noch so ein Impossible. Wenn man hart durchgespielt hat, wird bestimmt noch einer freigeschaltet oder so. Okay, also mal gucken, ob wir die Mission hier noch zu Ende kriegen heute. Du fährst da hier, schubst den darüber. Der macht dann das Ding, beschädigt das Ding und macht das kaputt. Das ist doof, weil da einer von uns steht. Okay, du würdest den Schaden dann nehmen und würdest absaufen, allerdings das stirbst du ja nicht von. Das ist erträglich. Moment, dann können wir mit dir ja... Moment, dann haben wir dich ja noch über. Bin ich das richtig? Du fährst nur hier, schiebst den darüber. Damit ist der neutralisiert. Greif die beiden Dinger an. Du hast vorher das Ding angegriffen, das heißt, das Ding ist neutralisiert. Das Ding neutralisiert sich selber, weil wir aus dem Weg fahren. Dann haben wir dich also tatsächlich noch über und können dich umbringen. Das ist gut. Ja, der schießt auf den Mac. Auf den hier. Also wenn den hier schieben wir nach hier. Dann schießt er von hier auf das Feld, bringt das Ding um und auf das Feld, wo unser Mac steht. Das heißt, er kriegt einen Schaden. Aber das nehme ich in Kauf, weil wir dadurch das Ding killen. Und sonst würden wir das Ding nicht gekillt kriegen. Diese Runde. Wir stehen dann auch im Wasser und müssen da erst wieder rauslaufen, was hoffentlich funktioniert. Ich hoffe, dass uns da keiner irgendwie Ärger macht. Also das ist der Plan. Den ignorieren wir im Moment. Und den, ja, den, auf den schießen wir einfach, der säuft dann ab. Ich habe schon überlegt, ob ich erst auf den Ding schieße, dann schieben wir dich hier rüber, dann musst du dich nicht bewegen. Ich nehme an die Entfernung. Ich meine, es kann sein, dass wenn er hier steht, weil das ist auch eine gepunktete Linie, aber sie geht nach oben. Also ich denke mal, die Entfernung wird, der wird immer gleich weit schießen. Sofern da was ist, was er treffen kann. Weil der hier hat ja, da ist die Linie auf dem Boden, das heißt, der greift auf den Boden an. Das heißt, der würde, wenn was im Weg steht, das treffen. Wenn das nicht im Weg steht, trifft das nicht. Bei dem Ding würde ich sagen, der schießt immer nach hier. Und wenn er hier steht, schießt er nach hier. Und wenn er hier stünde, würde er nach hier schießen. Vermute ich. Anhand der Informationen, die ich gleichzeitig aufnehmen kann. Also, du fährst... Ich meine, dich müssen wir auch noch irgendwo hinfahren, wo du dann wieder zurückkommst. Okay, ich mach das jetzt einfach. Also, du... Ja, die beiden Felder. Können wir noch... Wir könnten da... Nee, können wir nicht. Wir könnten das Ding noch wegschieben. Dann würden wir uns den Schaden sparen. Wenn wir mit dir hier hingehen... Atelier ist die Entfernung festgelegt, okay. Wenn wir mit dir hier hingehen. Nee, wenn wir nach hier schießen, dann schieben wir. Du greifst ein Feld weit an. Das heißt, wir könnten dich nach hier schieben. Das würde gehen.
Wir könnten dich. Ja. Dann würdest du das denn killen. Ich würde ganz gern. Ich nehme lieber den Schaden in. Ehrlich gesagt nehme ich lieber den einen Schadenspunkt in Kauf, um das Ding loszuwerden, weil dann haben wir zwei. Ist die Frage. Weil ich mag diese Dinger nicht, die webben. Das ist. Also ich mag es nicht, wenn ich in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt werde. Oh. Du nimmst Schaden. Echt? Ich dachte immer nur der draufgeschobene. Nee, beide nehmen Schaden. Okay, na gut, das ist besser gelaufen als gedacht. Dann können wir. Können wir das. Nee, wir müssen dich trotzdem dafür verwenden. Okay, okay, okay. Dann fällst du. Heißt das, du baust einen Baum oder was sind diese drei? On Forest Terrible Light on Fire when damaged person goes to. Ach, das ist ein Wald. Oh, also ja, okay, stimmt, ist ein Eiswald, der brennt auch, okay. Meine Güte, es wird immer komplizierter, aber gut, okay, du musst weg. Bist du? Okay, du bist auch ein Problem. Du fliegst? Ja. Okay, dich können wir hier rüberschieben. Das ist nicht so das Problem. Du schiebst nicht. Du fährst einfach weg. Greifst das an, würdest. Okay, und wenn du jetzt also hier nimmst. Okay. Könnten dich killen? Ne, können wir nicht, weil Harden, wir könnten dich killen, können wir nicht, weil wir da nicht hinkommen. Okay. Das würde, wenn wir noch eine Runde länger mit auf die. Okay. Also du fährst weg. Können wir hier irgendwelche Synergieeffekte erzielen? Können wir dich. Wenn wir dich nach hier schieben, würdest du auf das schießen? Das ist. Ja, das wäre. Bist du Feuer dran? Nein. Also hilft uns das nicht. Also, wenn wir dich nach hier schieben, würdest du auf das schießen. Wenn du nach hier gehst. Aber du. Ja. Du würdest dann. Ach nee, auf die beiden Felder. Du würdest also nach hier und hier schießen. Das wäre auch okay. Würde er Schaden nehmen. Können wir mit dir? Nee, können wir nicht. Okay, du musst das Ding killen. Das kannst du von hier machen. Dann haben wir das erledigt. Dem Ding gehen wir einfach aus dem Weg.
Das haben wir auch erledigt. Das Ding ignorieren wir diese Runde. Wenn wir dich nach, wenn ich dich nach hier schiebe. Nee, bringt nichts. Wenn ich dich nach hier schiebe, bringt nichts. Wenn ich dich nach hier schiebe, ist das einzig Sinnvolle. Was machst du? Du würdest. Dich würden wir. Wenn wir nach hier gehen, würden wir dich auch. Wenn du nach hier gehst, ja. Ist das auch neutralisiert? Okay. Und was können wir mit dir noch machen? Wir könnten dich... könnten nach hier fahren. Da würdest du keinen Schaden nehmen. Das wäre aber... Das ist ja auch nicht so wichtig. Dich würden wir nicht verschieben. Nice. Besser funktioniert, als ich dachte. Ja, der nimmt auch Schaden. Wenn er gerammt wird, nehmen beide Schaden. Meine Güte, das ist da nicht so schwer zu merken, Perks. Okay, du machst das, ist egal. Du machst das, ist egal. Sehr schön. Wow. Hey, 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 hey. I've broken through their firewall. Also deine eigenen, mit anderen Worten. And safely disengaged the factories from the power grid. They will no longer pose a threat. Ach, das vom Power Grid abschneiden hätte ich auch machen können. Okay, cool, cool, cool. So was hat, wenn wir alle Max Level sind, das ist ja ziemlich doof, oder? Dann kriegen wir ja keine Erfahrung mehr. Können wir irgendwie neue? Können wir nicht, ne? Max Level, okay. Okay, wir haben jetzt wieder zwei zur Verfügung. Das heißt, wir können... Das ist... Nein, hier. Ist ja blöd. Hätte gedacht, dass man dann vielleicht einen neuen Mac kaufen kann oder so. Oder kriegt. Oder neuen Piloten zumindest ausbilden kann. Haben wir noch irgendwo einen über? Nee, ne? Nee, die werden hier. Okay, wir könnten das machen. Weil es dafür dieses blöde Achievement gibt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals... Also natürlich werde ich es dann einsetzen. Muss ich nur dran denken. Ich meine, den Vorteil hat, dass wir... Na, ist das ein Vorteil, dass wir uns nicht bewegen müssen, wenn nichts im Weg ist? Würde ich nur machen, wenn ein Pilot nutzt das. Okay. So, steht hier, so, Dash, charge any distance. Also das klingt ja so, als sei das unabhängig von unserem Move-Wert. Da würde ich fast sagen, machen wir das, weil das klingt ja nach einer... Was haben wir hier noch? Ja, dich benutze ich nur zum Verschieben. Das ist ganz nett, der mehr Damage wäre auch ganz nett. Okay, ich würde sagen, dann machen wir das hier. Okay. So, dann brauche ich mal neuen Kaffee. Wir machen eine kleine Pause. Ich hole neuen Kaffee und dann machen wir weiter mit einer von den beiden. Also, bis gleich.
Okay, continue. Gut, würde ich mal sagen, machen wir weiter. Wir haben Venting Field, Break for Fiends out of the Ice, Block weg, das klingt kompliziert. Freeze and Defend both Robots. Ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert, aber hier würden wir eventuell noch hier Zugriff zu kriegen. Probieren wir das. These machines are not currently themselves. Ja, ihr habt irgendwie definitiv hier Probleme. Look past their malfunctioning aggression and see them as living beings. Das ist ein bisschen viel verlangt, ne? Freeze and defend both robots. Wie soll ich die freezen? Vor allem, wo sind hier both die da? Okay. Freeze and defend. Okay. Ich nehme an, das Spiel wird mir, wenn ich die Mission anfange, sagen, wie ich sie... Oder ist das etwas, für das ich eine Eiswaffe brauche? Das ist schon wieder so... Spiel, warum sagst... Also... Freeze and Defend. Ich meine, Defend kann ich machen. Glaube ich. Also, kann ich versuchen. Aber wie soll ich die freezen? Soll ich sie ins kalte Wasser schubsen? Aber dann saufen sie da ab. Das ist alles unklar. Gestellt. Okay, das könnten sie mal hier schreiben. Na gut, probieren wir aus. Ah, ja, hier. Okay. Kann ich die Dinger bewegen? Nee, die sind feindlich. Okay. Ich nehme an, du schießt einfach gerade. Sieht so aus. Okay, du müsstest eigentlich das Ding... Wie viel machst du bitte? Okay. Also einen von euch beiden schieben wir... Also dich freezen und dich schieben. Gehst nach hier.
Du würdest nach hier, das würde gehen. Ich nehme an, man muss nur einen Schuss, man muss nur, der trifft immer und ich hoffe, das funktioniert. Ja. Ups. Können wir nach hier schieben? Du gehst nach hier. Ist noch hier. Du. Frierst den ein. Wahrscheinlich müssen wir die jede Runde einfrieren, ne? Na, mal gucken. Okay, du würdest das Ganze. Okay. Können wir dich? Kennen wir nicht. Wo können. Nee, können wir nicht. Wir können. Okay. Okay, also wir müssen. Wir nehmen dich. Du schießt nach hier, damit schieben wir das Ding nach hier. Das macht dann hier alles. Okay. Offensichtlich reicht einmal einfrieren. Frozen. Any damage will free. Okay, also darf kein Schaden. Kriegt dann, würde dann aber auch keinen Schaden nehmen, oder? Hm, will nicht. Ist das, schützt das dann auch? Das sind so.
Invincible, ja, würde schützen. Okay, gut. Gut. Muss nicht nur Taktiken lernen, ich muss auch lernen, die richtigen Stellen zu lesen und mit Verstand zu lesen hier im Spiel. So, also wir können... Du musst... Wo bist du? Da musst du. Kommst du da hin? Ich meine, du kannst nicht durch das Gebäude durchschießen. Das heißt, wir müssen dich nochmal bewegen. Wir könnten dich nach hier fahren. Dann könnten wir mit dir... auf das Gebäude schießen, dich nach da schieben. Dich würden wir dann da drauf schieben, was scheiße ist. Können wir dich vorher da wegkriegen? Ja. Wo willst du, was machst du eigentlich? Ich verstehe die Grafik da nicht. Du schießt... auf die beiden Felder. Okay. Okay. Also, wenn wir dich, wenn wir mit dir nach hier gehen, dann schießen wir auf das Ding. Vorher müssen wir dich verschieben. Also, du gehst nach hier. Auf das schieben wir nach da. Du bist eh tot, ich können wir einfach einen rüberschieben. Müsste doch gehen. Also. Du. Nee. Nein. Ich würde mal killen. Okay, also du gehst noch da. Okay. Boing. Ich meine, wir können dich ja auch nehmen, um die anderen einzufrieren. Du bist ja, du musst ja, du kannst ja, ne? Die lassen sich da auch einfrieren. Oder geht das nur bei Robotic Targets? Ne. Okay. Also, wir können einen aus dem Spiel... Können
kann dich nach hier schubsen, dann stehst du darauf, verbinderst das Spawn-Teil und würdest nach hier schießen, das wäre gut. Any Damage. Any Damage. Also 0 Damage würde nichts. Also wenn wir quasi nach hier, mit dem Ding nach hier schießen und hier nur verschoben würde, würdest du dann auch verschoben werden? Unable to move or attack. But würden wir dich moven? Interessante Frage. Oder würde das als Schaden gelten? Ich würde auf dich schießen, du wirst tot. Bewegt werden schon. Das Ding würde dann bewegt werden. Das müsste also gehen, theoretisch. Ich meine, wir können einfach das killen und das einfrieren. Das geht auch. Ich meine, das Einfrieren, was hatte ich denn? Ich wollte dich nach hier schieben. Und dich will ich auch zum Blocken benutzen. Du könntest... Ich meine, das ist ja auch lustig. Füße und Defend Both Robots, das ist ja noch nicht erledigt. Ich meine, die können auch unfrozen werden. Also, das ist auch ein bisschen missverständlicher. Aber gut, also, du killst das. Ja, aber das sieht so endgültig aus. Das gefällt mir daran nicht. Also das ist so wie, ne, kann nicht mehr... Ich meine, klar wird das dann wieder, ne, quasi undurchgestrichen. Aber dann hätte es irgendwie gelb machen können oder so. Aber ist ja egal. Kleinigkeiten. Können wir noch irgendwas hier mitmachen? Wir könnten... Also wo würden wir dich denn hinschieben? Ich würde mal nach da schieben. Das ist vielleicht gar nicht gut, weil ich echt nicht weiß, ob... Ich meine, mich würde es mal interessieren, ob das Schaden ist. Wenn wir mit dir nach hier schießen und dich damit bewegen, du würdest dann nach hier geschoben, würde dabei das Eis kaputt gehen. Any Damage. Das ist ja so gesehen kein Damage, oder? Powerful Art Damaging is Single Tile. Also dem, der Beschreibung nach, würde das... So, probieren wir aus. Dann müssen wir uns in der nächsten Runde allerdings darum kümmern, dass das da... Ja, nur es würde doch nirgendwo drauf fahren. Das Ding würde kaputt gehen und das würde nach hier geschoben. Das wäre doch kein... Also, sehen wir, schauen wir mal. Also, wir machen jetzt... Ja, hat funktioniert.
Okay, du musst nach hier. Achso. Das Fliegen wächst. Wer ist denn da geflohen? Habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Pot contains Henry Kwan. Mech can move through enemy you. Wow. Also ich nehme an ihnen vorbei. Also ich glaube nicht, dass sie quasi, ne? Also ich glaube nicht, dass er seine molekulare Kohäsion verliert, aber ich nehme an, er kann sich an einem Feld an ihnen vorbeidrücken. Das klingt nach einer schönen Sache. Okay. Unlock den Hangar. Okay, new pilot. You got a new pilot. You can assign them in the upgrade screen. Okay, das kann ich hier schon machen. Okay, das sind dein... Du hast... Okay, du hast deswegen mehr Damage und mehr Reaktor. Wenn du einen Reaktor dadurch verlierst, würde dann das verschwinden? Probier mal aus. Wer kann nur zu enemy units? Okay, wer kann das brauchen? Was? Oh, wir haben einen Reaktor-Core gekriegt. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn her? Oder? Nee. Wo kommt das Ding denn her? Haben wir das wahrscheinlich beim Levelausstieg gekriegt? Ich hab's noch nicht verbaut. Oder? Wahrscheinlich. Ja, aber hatte ich den nicht schon hier von irgendwie verplant oder irgendwo hier reingetan? Der war da hier drin, oder? Okay. Er wurde wieder rausgenommen. Muss man sich also merken, wo man es reingesteckt hatte. Ne? Okay. Ich glaube, es war hier drin. So, mal gucken, ob dich für irgendwas. Ich meine, würde ich deswegen schon ganz gerne dabei haben, weil du ein bisschen. MacMove. Ach, das machen wir ein andermal. Jetzt will ich mich hier nicht mit drumrum nachdenken. Wir wollen stattdessen mit dem weitermachen, so wie wir es kennen. Wollen wir... 4 Minuten reicht. So, was haben wir hier? Take less than 3 good damage, protect the cold plant. Ice storm, kill at least 7... das mag ich nicht. Nehmen wir das hier. Take less than 3 good damage. Du bist wirklich nicht hilfreich.
My power output in this region is connection lost, grid power low. Ja, schön. Also richtig fortschrittlich. Ich meine, da haben sie sogar noch Kohle. Also wow. Aha. Naja gut, irgendwie müssen sie ja wahrscheinlich Wärme erzeugen hier. So, dann wollen wir... Ja, machen wir einfach. Schau mal. Hat sich jetzt... Okay, eine ganze Menge. Also, Coal Plant und die ganzen Buildings. Ja, ich würde nicht so weit gehen, dass es in ist, aber ich meine, ne, es ist halt... Ist halt kein Gas, das ist halt der Vorteil. Obwohl, ist es nicht so, ist nicht der Kohlepreis auch an den Gaspreis gekoppelt? Hängt das, haben sie nicht... Nee, der Ölpreis war an den Gaspreis gekoppelt, das war der Unsinn. Also, für mich als nicht BWLer ist das Unsinn. Weil zwei unterschiedliche Produkte... Aber das würde zu weit führen, außerdem würde mich das nur noch mehr ablenken hier. Also, du bist irgendwie unangenehm. Genau, du bist das Ding, was ich eine halbe Stunde für gebraucht habe, um es zu begreifen. Okay. Schon wieder eins. Meine Güte, die kommen ja... Ach, du liebe Güte. Ach, du liebe Güte. Ach, okay, das Gebäude können wir jetzt nicht aus dem Weg schaffen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu verhindern, dass dieses Ding hier Schaden macht. Weil es hat das Ding anvisiert. Wir können es also nur nach hier verschieben, dann würde es hier Schaden machen. Oder wir können es nach hier verschieben, dann würde es hier Schaden machen. Wir könnten versuchen, es zu killen, was nicht geht. Ich habe Gas vor. Also es kann sein, dass auch beim Ölfördern Gas entsteht, aber ich glaube, Erdgas ist tatsächlich separate Vorkommen. Also nicht über. Also da, wo Erdöl ist, muss nicht zwangsläufig Erdgas sein. Und da, wo Erdgas ist. Aber ich habe zugegebenermaßen keine Ahnung. Das ist einfach nur. Weil so meinem Gefühl nach hat zum Beispiel das böse Land mit R, dessen Namen ich besser nicht sage, sonst wird hier bestimmt was. Passiert ja bei Twitch irgendwas, hat meines Erachtens doch mehr Gasvorkommen als Ölvorkommen. Was suggerieren würde, dass es kein Nebenprodukt ist, sondern was Eigenes. Aber keine Ahnung. So, das ist ja ziemlich heikle. Also dich könnten wir hier rüber... Ne, können wir nicht. Du kannst das nicht. Da, wo du könntest... Du kannst dich nicht bewegen, ne? Ja. Das heißt, wir würden mit dir... hier hinschießen, dann wären wir dich schon mal los. Das wäre gut. Das sollten wir schon mal machen. Weil hier können wir nichts verhindern. Das ist wirklich bitter. Dadurch, dass die hier so aufgebaut sind, wir können nichts verhindern hier.
Wir können das nicht verhindern. Wir können nicht mal verhindern, dass das Ding kaputt geht. What? Nee, das ist... Ja. Obwohl, wir können hier hin und den Schaden tanken. Das können wir machen. Okay. Aber das können wir nicht verhindern. Wir kriegen dich nicht gekillt. Obwohl, du kannst ja dashen. Bringt uns das irgendwas? Nicht wirklich. Kannst du durch Wasser dashen? Ist egal, das Ding ist eh weg. Weil ich meine, dashen bringt doch auch, schiebst du da auch nur einen Teil weg, ne? Ja. Das bringt also nichts. Wir kriegen dich nicht nach da, wir kriegen dich. Nope. Du kannst wegfahren. Ja, Moment, vielleicht haben wir noch eine Chance. Wir können wegfahren. Wir können. Du hast 3 Hitpoints, dich kriegen wir tot. Okay, dann können wir das aber nicht verhindern. Na, Gas ist ja vor allem deswegen so günstig, weil wir ein ziemlich großes Land mit einem ziemlich großen Vorkommen quasi direkt nebenan haben, was halt schon sehr vorteilhaft ist, was die Transportkosten angeht. Okay, naja, ich werde mich Pöks aufs Spiel konzentrieren. Ah. Ja, ich glaube, Gas verbrennt ein bisschen effizienter und mit ein bisschen weniger Schadstoffen. Das kommt noch dazu. Und es ist halt dadurch, dass du es halt unterdrückt durch die Pipelines pumpen kannst, ich nehme an, einfach besser zu transportieren als Öl. Aber ich weiß nicht mal, ob das irgendwie... keine Ahnung. Ja, und alles andere. Plastik. Alle Arten von Kunststoffen. Ich meine, aus Öl, wir machen ja fast alles aus Öl. Das ist ja das Schlimme. Ach so, zu Hause. Ja, das, ich meine, ganz früher hatten wir auch noch einen Öltank. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht, warum man das gemacht hat. Also, wahrscheinlich auch, weil es effizienter ist. Ja. Ich dachte, du meintest gesellschaftlich, also das ganze Land. Aber wann haben wir das denn gemacht? Also, als ich noch zu Hause gewohnt, Gott, das ist schon also 30 Jahre her, wenn nicht mehr, 40 fast. Also, ich war noch ganz klein, als der große Tank in unserem Keller verschwunden ist. Also war ein Raum, da war nur Tank. So, jetzt aber mal hier. Wir könnten... Dich kriegen wir nirgendwo hin.
kann man machen, was wir wollen. Du wirst Schaden machen. Weil wir, es gibt keine Attacke, mit der man den Angriff drehen kann. Ich meine, wir könnten dich killen. Mit der Barra. Oh. Ja, aber dann können wir dich nicht killen. Ne? Dann machst du das Ding kaputt. Das geht auch nicht. Also, ich sehe nicht, wie wir das beides hinkriegen sollen. Also, wir können Flugviecher aneinander schieben. Ja, können wir. Aber ändert ja nichts. Oder? Was? Also wir könnten den vielleicht killen. Also ja, den würden wir sogar killen, wenn wir einen Schaden machen. Wir würden den hier rüber drücken und den dann hier reinschieben. Dann würde der sterben und der noch einen Schaden kriegen, hat aber immer noch einen Punkt. Und dann würde das Ding angreifen. Und das würde dazu führen, dass niemand da ist, um das Ding abzublocken. Ja, ne, wir könnten mit dir hier hinfahren, dass du den Schaden tankst. Vorher die Missiles abfeuern. Dann hätten wir das Ding neutralisiert. Das würde dann dich beschädigen. Ach, du stehst dann auch auf Wasser. Das ist auch nicht gut. Aber ne, dann würdest du das Ding blockieren. Wie viel macht das Teil? Schaden ein. Das würden wir noch mit leben. Dann macht es noch irgendwie irgendwas anderes. Vomit Acid. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Dann könnten wir... Dann würden wir das Ding da einfach stehen lassen, was okay ist. Das würde einfach nur das Feld angreifen. Das kann es ja machen. Und dann würden wir das killen können. Das ist, glaube ich, die beste Vorgehensweise. Oder? Weil ineinander schieben, wir kriegen... Weil ineinander schieben macht leider nur einen Punkt. Ich meine, es macht zwei Punkte. Einen bei dem, also einen bei dem, ne, beim Ziel und einen beim Objekt, aber... Oder eine beim Subjekt, eine beim Objekt, aber leider nicht zwei beim... Also wir kriegen dich anders nicht auf Null, außer mit... Mit dem Ding und mit einem Zuschlagen. Und wenn wir das machen, können wir dich nicht bewegen. Also fährst du nach hier. Tankst den Schaden. Oh nee, wir würden das Ding ja killen. Das würde ja sterben mit dem Ding hier. Ja. Und brennen tut's auch noch, sehr schön. So, jetzt gehen wir nach hier und schlagen das Ding tot. Oh, Fire Damage kommt zuerst, stimmt. War cleverer als ich dachte. Das war eine bessere Entscheidung als ich dachte. Wieso ist schon wieder dieses blöde Shell-Ding hier? Dich müssen wir schon wieder anpupsen. Wir könnten dich da drauf schieben. Jo. Okay, du fährst nach hier, schiebst das darauf. Du gehst nach hier, rettest die Time Capsule, Timeport. Du
fährst nach hier. Nee, du kannst da nicht nach... Würdest nach hier schießen. Wenn du nach hier gehst, kannst du nicht nach hier schießen. Du könntest aber nach... Nee, kannst du nicht. Na gut, dann würden wir es nach hier verschieben. Und da steht niemand. Das würde also gehen. Also du gehst nach hier. Du nach hier. Oh, shit. Was ist dein Move? Können wir nicht zurücknehmen? Doch, können wir. Na gut, da stehst du im Wasser. Ist ja auch nicht schlimm. Und da ist ja nicht mal Wasser. Ist doch alles okay. Was rege ich mich dann auf? Das ist der Eisteil, passiert doch gar nichts. Okay. Also, du hast eine Attacke, die was macht? Okay, Adli hatte festgelegt, Damage, das heißt, wir müssten dich zwei nach hier schieben, was wir vergessen können. Wir müssten dich zwei nach hinten schieben, was nicht geht. Wir müssten... müssen dich einen nach da schieben und du musst aus dem Weg. Okay. Bestenfalls. Zur Not kannst du da stehen bleiben. Wie viel Schaden macht das Ding? Nee. Moment. Einen, okay. So, also wir müssen dich nach hinten schieben. Zur Seite würde nichts helfen, dann würdest du das angreifen. Okay. Du kannst uns bei dem also nicht helfen. Du könntest uns bei dem helfen. Ist das Ding on fire? Units take one damage at the start of every turn. Das Ding ist on fire. Das heißt, um das müssen wir uns nicht kümmern. Das stirbt in jedem Fall, bevor es irgendwas machen kann. Das ist super. Ich nehme an, mit Fire Damage ist jeder Fire Damage gemeint. Sowohl der vom Teil, ja, als auch der... Ja. Unit ist on fire. Okay. Okay, das Ding ist egal. Aber ich meine, das ist das Einzige, was du... Du kommst da nicht hin. Du kannst dich aber um das Ding kümmern. Also du kümmerst dich um... Also du kümmerst dich um das Ding, indem du es nach da schiebst. Andere Möglichkeit gibt's nicht.
du prügelst, das können wir das irgendwie. Du könntest das Ding nach hinten schieben. Also gute Idee. Du könntest das Ding nach hinten schieben. Dann könntest du einen Schritt zur Seite machen. Und das irgendwo hinschieben. Zum Beispiel noch da. Okay. Also. Du fährst. Wo würden wir dich nach da würdest du im Feuer stehen, das ist nicht gut, aber du würdest auf das Feld schießen, was egal ist, weil das erst nach der Attacke rauskommt. Das bringt also nichts. Also müssen wir dich hier nicht nach hier schieben. Nicht nach hier schieben, das ist nicht nötig. Könnte ich also nicht nach da. Wir können dich da reinschubsen. Wir können dich da reinschubsen und wir können dich hier hinschubsen. Nee, können wir nicht, aber es ist egal. Also du gehst nach hier. Was? Das ist ein. Das ist ein Eisfeld. Ah, okay. Gut. Also gehen wir nach da. Okay. Wir können dich nach da schieben. Das Ding ist das Problem. Das Ding greift das an. Das ist also nicht so das Problem. Das Ding
Und wir können es nach hier gehen, es nach da schieben. Könntest du nach hier und es da ins Wasser schieben? Ja, aber dann kümmert sich da keiner. Nee, nee, nee. Machen hier keine Experimente. Was ist da damaged? My prognosis sub process has dramatically increased the odds of a survival based on a victory. Okay, whatever. Abizamu mech gains armored, nice. Plus 2 mech HP, auch nice. Okay, na, dann würde ich sagen, zum Abschluss. Pinnacle Tower ist under attack. Ja, nicht so schlimm. Mein Analysis Processor ist eine mit identified species of weg. Psion Abomination. Okay, Corporate Tower müssen wir protecten. Okay. Okay, was bist du? Hive Leader, Flying, Passive Effect. All weg zu one. Okay. Ja, du musst doch tatsächlich weg. Du bist ja reichlich nervig. Overpowered. Explode on Death, was passiert denn? Das ist wieder kein Wasser, das ist Eis. Warum sehe ich das immer nicht? Meine Güte. Du greifst ein Feld an, okay. Thank you.
So, wir gehen nach hier. Boxen dich auf das Ding. Du schießt auf das Ding. Schiebst es nach hier. Bist dann frei. Was egal ist. Du gehst nach hier. Schiebst das Ding nach hier. Und den Schaden müssen wir einstecken. Alternativ, wir schieben das Ding nach hier, blocken den Spawn, schieben das Ding nach hier, machen wir quasi einen Punkt weniger Schaden. Wie viel regenerieren die denn? Alles? Gain one regeneration, keine Ahnung wie viel. Regenerieren die quasi alles oder nur einen Hitpoint? Müssen wir sehen. Weil wenn sie alles regenerieren, dann würde es keinen Sinn machen, die hier aufeinander zu schieben, weil wir sie nicht killen. Da wäre es sinnvoller, den Spawn zu blockieren. Probieren wir aus. Oh, wir können ihn killen. Moment. Oder ist der armert? Nee. Ich meine, da würden wir Schaden nehmen beim Explodieren, aber dafür werden wir sofort... Ich meine, wir können auch ansonsten im schlimmsten Fall Reset Turn machen. Du würdest Schaden nehmen. Steht da, wie viel Schaden wir nehmen? Beim Explodieren? Nope. Sie sind nicht explodiert, weil der quasi zuerst gestorben ist. Okay. Okay. So, dann müssen wir mit dir jetzt nach hier. Das war gut. Also das war zwar in der ersten Runde gleich unsere Superwaffe benutzt, aber ich meine, das hat wirklich war Wirkungstreffer, würde ich mal sagen. Okay. So, zwei Spawns, zwei Attacken. Also können wir irgendwen mit irgendwem kombinieren. Wir können ja dich hier hinschieben. Dann könnten wir dich killen. Du fliegst, das ist. Außerdem ist das kein Wasserpilz, das ist Eis. Meine Güte. Es ist ein anderes, leicht anderes Blau und somit ist es für mich Wasser. Es ist es. Oh Gott. Ja, du gehst nach hier, schiebst das Ding nach da und die beiden killen wir einfach. Du gehst nach hier, schiebst das nach da, das kriegt einen direkten Treffer.
Fire Damage. Wenn wir dich da reinschieben, würdest du sterben nächste Runde. Dann müssten wir noch mit uns um dich kümmern. Wenn wir dich direkt attackieren. Dich boxen, dann könnten dich da reinboxen. Dann würdest du einen Schaden nehmen, müssten dich dann noch killen. Wir könnten... Du musst den Schaden von dem Ding tanken, hilft nix. Können dich zusammen mit dem, ihr beide könnt das Ding killen, aber wir kriegen die beiden mit dir alleine nicht gelöst, das Problem. Wir könnten, wir müssten nach hier, damit wir dich noch da schieben können. Dann würdest du allerdings leer ausgehen. Wenn wir nach hier schießen, würdest du nach da schießen, das würde auch nichts bringen. Wenn wir nach hier, würde gar nichts bringen. Nach hier würden wir dich verschieben, würde auch nichts bringen. Oh, das vergesse ich immer, dass wir das können. Wir können uns ja reparieren, okay. Okay, einen Schaden könntest du noch nehmen. Also könntest du nach hier fahren, das Ding hier rüberschießen.
Dich hauen wir nach. Das würde nichts bringen. Dich hauen wir nach da. Dann bist du tot. Und mit dir fahren wir nach hier. Dann können wir dich killen. Können wir nicht, weil du 2 Hitpoints hast. Okay, okay, okay. Dann können wir... in den reinschießen können. Ja, das hatte ich, glaube ich, auch erst vor. Das wäre, glaube ich, die bessere Wahl gewesen. Irgendeinen Grund hatte ich mich dann aber für die umgekehrte Variante entschieden. Aber so haben wir immerhin, können wir immerhin den... Du kannst dich reparieren. Aber ich meine, den Schaden können wir ja auch einfach tanken. Weil die Runde spielt. Die Runde ist ja. Der Kampf ist ja vorbei. Thousands of lives. Ja, genau genommen genau 1000. Aber dass du nicht zählen kannst bei deiner kaputten KI, das wundert mich nicht. Gewonnen ist gewonnen, in der Tat. Außerdem, ich meine, die Hitpoints von den Mechs sind auch eine Ressource, die man verwenden muss. Also. Aber es wäre die andere Variante wär besser gewesen. You have saved Pinnacle, accomplishing every objective without fail. Ja, nicht toll. Allow me to provide additional aid. What? What? Das, ich warte, dass du sowas... Das ist Bullshit. Prospero, Mac, wow, Flying. Das klingt nach einer netten Sache. Requires one power. Ist das ein Pilot? Oder ist das eine Fertigkeit? Weil der hat Experience. Das, ich glaube, das ist ein Pilot. Okay. Das klingt auch gut. Benötige ein Reaktorkern, okay. Ich überlege gerade, ich meine, Fliegen ist ärgerlich, wenn die Gegner es können, weil wir sie dann nicht ins Wasser schubsen können, um sie zu killen. Der Punkt ist, wenn unsere Mechs ins Wasser geschubst werden, ist das nicht weiter schlimm, weil da können sie einfach wieder rausgehen. Also so gesehen... Ja, ich überlege nur gerade, in welcher Situation Flying hilfreich ist. Weil wenn irgendein Teil brennt, werden wir genauso betroffen. Wenn ein Teil, wenn da Acid ist, werden wir da genauso von betroffen, glaube ich. Wir gehen halt nicht im Wasser, also wir verlieren halt nicht unsere Fähigkeit, über einen Wasserteil zu kämpfen. Über Abgründe, stimmt, wir können abkürzen. Das ist ein guter Punkt. Also würden wir Bewegungsbereich gewinnen. Ja, und ich meine, das hier... Ja, Power Grid ist okay. Würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Vielleicht kriegen wir irgendwann auch Mechs, die von sich aus fliegen. Dann ist es auch ganz gut, wenn ich damit schon mal ein bisschen üben kann.
Ich würde sagen, wir nehmen Prospero. So, und jetzt können wir den Reputation spenden. Fly in a line and slam into the target, push it and hurting yourself. Das ist alles nicht so gut. Science Class. No matching. Okay, Science Class. Das ist Science, haben wir nicht. Das ist doof. Was ist das hier? Boot haben wir. Boot Class. Dash in a line, pushing adjacent. Das klingt auch nicht schlecht. Kann nicht benutzen, Piloten. Okay, Win. Es hat keinen Vorteil, wenn wir jetzt andere Piloten aufleveln. Also, es ist also egal, wie viele... also, wenn wir 3 Mechs haben und 3 Piloten, dann ist es egal, ob wir noch welche in der Hinterhand haben. Die brauchen wir wirklich nur dann, wenn wir ihre Fähigkeiten haben wollen. Wenn uns ihre Fähigkeiten egal sind, brauchen wir sie nicht. Verstehe ich das richtig? Weil, also meine... Okay. Weil es ist also nicht so, dass man möglichst großen Pool anhäufen sollte, aus dem man dann wählt. Wenn das, was sie können, nicht so wichtig ist... Ich meine, das klingt ziemlich cool. Den habe ich gerade genommen. Ich meine, ich muss ja auch keinen verkaufen. Zwingt mich ja keiner. Armat ist, denke ich, tatsächlich ganz nett. Ja, also, wir wollen... Wie fahren wir denn? 8. Also, du kannst 2 Kerne kaufen. So, das hier. Es muss schon eine sehr spezielle Situation sein, dass uns das hilft. Ich meine, andererseits Sachen, die Bewegungen beinhalten und auch die Möglichkeit, Gegner zu bewegen, sind immer hilfreich. Allerdings dieses spezielle Ding, weil wir brauchen Platz. Also wenn wir, ich meine, es ist selten, dass wir da 4 haben, die wir wegschieben. Aber ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass wir damit mal 1 oder 2 wegschieben können. Nur wir brauchen dann auf jeden Fall 3 Felder Platz, weil wir müssen an ihnen vorbei, oder? Oder können wir auch nur 1 Feld weit dashen? Und dann, obwohl, es sieht so aus, als würden wir auch nur 1 Feld weit dashen können. Würden wir das allerdings, das müssten wir dann mit einer anderen... Wir können nicht 2 davon haben. Ne? Wir haben das Ding, das müssten wir dann wahrscheinlich ausbauen. Das könnte man einem anderen Mac geben. Also würden wir das Ding dann unserem anderen Mac geben, dem Artillery Mac. Dann könnten wir hiermit... Das könnte ich zumindest mal ausprobieren. Es ist relativ unflexibel, so wie es aussieht. Also die... Pushing adjacent tiles away. Ich meine, das würde sich ja nur auf Sachen beziehen, die sie auch schieben lassen können. Okay, das fällt raus, das hier.
Also was an jeden Fall machen ist. Probieren wir. Okay. Gut. Spend Reputation. Wieso? Wir haben noch keine mehr. Lieferanlage. Island unlocked. By completing 3 islands, we've unlocked Detritus Disposal. Future games, we're able to visit unlocked islands in any order. Okay, sehr schön. Wir können also dahin, das ist okay, oder beim nächsten Mal dann das. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal auch, weil für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und für die Hilfe und für die Vorschläge und alles. Und dann machen wir beim nächsten Mal mit der Tech Island weiter. Can break down any matter into its base elements. The factory cities are devoted to waste removal and recycling. Das klingt aufregend. Okay, ja, danke für das GG. Wir haben immer eine Insel secured in 2 Stunden. Das ist ja okay. Aber wir sind noch in der Lernphase. Also ich bin noch in der Lernphase. Ja, dann danke, danke. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht und ja, dann bis nächsten Mittwoch, wenn ihr mögt. Okay, ja, dann bis dahin. Tschüss.